Hallo, willkommen beim 1000-Wecker-Report. Heute mit dem Thema: Weißmetalle bekommen Rückenwind, bald erfasst es Silber und bringt es in Richtung Allzeithoch. Disclaimer. Weißmetalle bekommen Rückenwind. Bald erfasst es Silber endlich und bringt es Richtung Allzeithoch. Platin mit heute mit 2,73% plus und Palladium mit 5,11% sind heute stark gestiegen. Nur Silber mit 0,36% wird mit letzter Kraft unten gehalten. Aber wie lange noch? Junior Penny Gold Aktien bewegen sich kaum. Wenn man sich den GDXJ ansieht, bei dem gerade die 200-Tage-Linie die 50-Tage-Linie durchbrochen hat und wir am Ende der Bullenflagge auch noch einen markanten Schnittpunkt erreicht haben, steht zu erwarten, dass die Goldaktienrallye jeden Tag starten kann. Ja, das denke ich auch. Jeden Tag kann es losgehen, insbesondere Silber dürfte sein Allzeithoch anvisieren, das möglicherweise circa 6 Monaten erreicht ist, irgendwo ein Wert zwischen 40 und $50, vielleicht etwas drüber hinaus. Ja, der ganze Kessel ist extrem unter Druck. Penny-Gold-Aktien sind immer noch billig. Nichtsdestoweniger merkt man, dass sie den Boden gefunden haben, teilweise sich von ihrem niedrigen Niveau schnell mal um 50% oder 100% steigen können. Und wir müssen halt sehen, dass wir diese Gewinneraktien weiter aufladen sozusagen. Denn das ist natürlich erst der Be Beginn. Denn was Sie jetzt im Penny-Aktienbereich sehen, ist am Ende und die dynamisch sind, eben große Ressourcen haben. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass bei einem etwas höheren Gold- und Silberpreis alle diese Penny-Gold-Aktien bei $1 oder viel mehr sind. Ja, hier nochmal ein Projektgenerator mit Projekten in Neufundland und Quebec. Ja, also das hat Unternehmen hat eigentlich sehr viel zu bieten, hat insgesamt 5 Projekte. Eben Neufundland ist im Augenblick das Fokusgebiet und haben dementsprechend Goldvorkommen, Kupfermineralisierung, dann weiter noch zu Leica in Neufundland, Krustenartige Verwerfung zum gesamten zentralen Neufundland, das weiß ich nicht, als bedeutende goldmineralisierende Strukturen, da sitzen die drauf. Das Shot-Rogue-Gebiet mit Gold und Silber in Neuschottland, Bohrabschnitte mit 4,2 Gramm pro Tonne, 22 Gramm pro Tonne, 17,3% Tonne, also das ist befindet sich auch in der Nähe des Transkanadian Highway und ist also gut angeboten, sehr hochgradiges Gold. Auch das könnte natürlich wichtig werden. Ja, denn das DFIX Nickel Kupfer PGE in Labrador, Quebec, auch da 16 Gramm pro Tonne hochgradiges Gold. Weisen auf weiter hochgradige Gebiete hin. Dann das Huckleberry-Gebiet, das Nickel-Kupfer-PEG, Labrador-Gebiet in Quebec. Sie sehen auch, dass die Aktie eindeutig ihren Boden gefunden hat. Und hier sehen wir zum Beispiel, wie das ist. Teilweise kommt es eben auch kurzfristig, das sind zur Verdopplung. Natürlich kann das dann auch wieder absinken, was es, glaube ich, heute auch getan haben. Aber wir müssen einfach solche Aktien im Visier haben, gegebenenfalls nachkaufen, um so viele Gewinneraktien wie möglich zu haben. Denn die kann absolut bei der nächsten Goldaktie wohl mag ihr altes Hoch erreichen, vielleicht $1 oder mehr, wenn es eben ein stärkerer Gold- und Silberbullenmarkt wird. Meiner Meinung nach interessantes Unternehmen, hohes Risiko, wie immer keine Kaufempfehlung. Ja, Gold müsste eigentlich analog der 1970er Jahre jetzt von $2.000 auf $8.500 steigen, weil genau das ist passiert in einer vergleichbaren Chartsituation. Damals, 1978, sehen Sie sich hier diesen steigenden Goldpreis an. Es hat sich dann langsam bei $200 herangeschoben. Es hat auch auf $100 korrigiert. Also im Prinzip ist dasselbe, läuft mit einer Null weniger, lief damals. Dann kam es zu einer großen Korrektur, die wir vergleichbar mit der jetzigen Situation haben können, damit auch wirklich keiner
im Goldsektor investieren ist, und danach, ausgerechnet danach, steigt dann Gold mehr um das Vierfache. Und die von diesen Penny-Gold-Aktien damals gar nicht zu sprechen. Die Beispiele sehen Sie unten: 5 Cent auf 20 Dollar, 10 Cent auf 36 Dollar, 20 Cent auf 40 Dollar. Absolut irre Bewegung. Sicherlich wird nicht jede Aktie sowas schaffen, aber wir haben einfach die ähnliche Situation. Wobei man sagen muss, dass die Gold- und Silberaktien noch viel, 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 viel tiefer sind als im Vergleich hier zu 1978, weil damals gab es keine Derivate etc., die diesen enormen Druck hätten ausüben können, eben auch auf Silber. Und wenn Silber sich entlädt, dann sehen wir eine Mega-Rallye. Das ist ja der Grund, warum wir jetzt in Penny-Gold-Aktien und Silberaktien sind. Also das enorme Druck, glauben wir, dass wir 8.500 Dollar sehen? Nein, eher nicht. Das wird man vermutlich einfangen. Die Statisten, und daran die halten wir uns, gehen ja von 2.500 Dollar Jahresende, erstes Quartal nächsten Jahres aus. Jedenfalls reicht das für eine extreme Goldaktie, mahnen wir auf alle Fälle aus. Allerdings ausschließen kann man es auch nicht, dass dieser Gold im Prinzip nicht mehr gehalten werden kann oder vielleicht aus anderen Gründen vielleicht auch zugelassen wird, dass er hochtreibt. Der Druck auf dem Kessel ist enorm, viel, viel größer als vermutlich damals. Das muss man sich bewusst machen. Auch da ist alles möglich, aber wie gesagt, wir tendieren eher zu dem Szenario 2.500 Gold in den nächsten 6 bis 8 Monaten. Ja, welche Ereignisse liegen vor uns? Das sind eben Goldaktienboom. Das heißt, so wie damals bei diesen anderen Goldaktienboom stieg Gold eigentlich nur um 30%. Sie sehen das hier am rechten Beispiel von 1050 oder 13.600. Aber eben einige Goldaktien, das ist ein Extrembeispiel, ganz klar, stieg aber um 10.000% hier eben von 40 Cent auf 41 Dollar, also ein 100-Bäcker. Und das kommt gar nicht so selten vor. Und also das heißt, übersetzt, die Goldaktie stieg 350 Mal besser als Gold selbst. Also 10.000, vergleichen Sie 10.000% mit 30%. Das spricht so sehr für diese unterbewerteten Goldaktien. Also Gold steigt gar nicht merklich, also für die Masse, für uns schon. Und diese Minen haben ein ungeheures Beben. Deswegen interessieren wir uns auch für den Sektor, weil es extrem unterbewertet ist. Und also nur ein Beispiel, nur hypothetisch. Ich glaube kaum, dass es jemand gibt, der das so gemacht hat. Also hätte man Anfang 2016 eine Unze investiert in Goldaktien, den Gegenwert, und ein halbes Jahr später diese Aktie verkauft, hätte man jetzt eben ohne Kapitalertragssteuer etc. nur einfach als Beispiel 79 Unzen erzielt, und das trotz eines höheren Goldpreises. Das meinen wir mit der Maximierung von Gold mit Goldaktien. Genauso das Beispiel hier von der Corona-Krise. Sie sehen es auch, hier auf der linken Seite ging es von 2 Cent auf fast 40 Cent hoch, also 2.000%, und Gold stieg auch irgendwo um 20, 30%. Also Pi mal Daumen, 100 Mal besser. Und auch da hätte man aus einer Unze theoretisch 10, 20, 30 Unzen machen können. So kann man das sehen, diese Goldaktienmärkte. Wichtig ist eben, ganz offensichtlich, Sie das sehen, das ist ein Chart von uns, das ist Timing. Man muss einfach investiert sein. Man weiß nicht genau, wann es losgeht. Vermutlich dauern diese ungefähr ein halbes Jahr, diese Rallyes. Dann werden irgendwo Spitzen erlaubt. Und das ist natürlich der schwierigste Punkt, dann zu verkaufen. Also da ist natürlich, gilt der alte Spruch, Gier gleich Tod. Das ist ganz klar. Ab irgendwelche Zielzonen, die man sich setzt, muss man dann abstoßen, weil es kann ja irgendwas passieren, zum Beispiel ein Börseneinbruch etc., um die Kurse noch mal runterzutreiben. Und so könnte tatsächlich dann auch, sehen wir von den Insider mehr oder weniger, die Goldaktienrallye in 6 bis 8 Monaten gestoppt werden, zum Beispiel unter einem großen Börsenrückgang. Aber bis dahin sind die Gewinne gemacht, und man muss den Markt verlassen. Ja, immer noch extreme Unterbewertung bei Goldaktien im Vergleich zum Gold. Seit 1996 sind Goldaktien im Bärenmarkt. Sie sehen es auf der rechten Seite, werden einfach Goldaktien Gold verglichen. Allerdings sehen Sie eben auch, dass der Boden erreicht ist und die Statisten eine extreme Entladung in den Mittelbereich wahrscheinlich noch höher erwarten, und das in kurzer Zeit. Und das würde Goldaktien enorm gut tun, ist überhaupt keine Frage. Und daneben sind die sogenannten Junior- und Expirationsaktien im Verhältnis zu den Senior-Aktien.
Bewertungslücke und die schließt sich auch ab und zu mal. Und das ist dann sozusagen immer verbunden mit extremen Gold- und Silberaktienrallyes. Gleichzeitig heißt es auch, wenn ein Gap ist, ist es mal eine gute Zeit für Goldaktien. Das Gap geschlossen ist, sollte man sich eher von Goldaktien trennen. Auch das ist ein Indikator, wo wir stehen im Markt. Ja, wie hätte man 1970 den Bullenmarkt optimal gespielt? Eigentlich so, wie wir es versuchen jetzt auch zu machen. Man sollte verschiedene Goldaktien kaufen, je nach Risikoneigung. Gerade was, sage ich mal, die Penny-Goldaktien mit großen Ressourcen allerdings betrifft, ist es eben ein sehr risikoreiches Geschäft. Um denen entgegenzuwirken, muss man diversifizieren. Man muss ganze Gruppen von Aktien kaufen, die weiter beobachten, gegebenenfalls gut performende nachkaufen, um möglichst viele Gewinne im Depot zu haben. Denn wie gesagt, der Energiezufuhr, der dauert dann 6 Monate an. Einige davon sind dann vielleicht 50 oder sogar 100 Bäcker und die anderen sind im Mittelfeld und vermutlich im Goldbullenmarkt sind wenige, die überhaupt ausfallen. Das ist der Riesenvorteil im Goldaktienbullenmarkt. Allerdings, wenn er vorbei ist, dann sieht es anders aus. Ja, und so hätte man das eben damals auch tun können. Wichtig, gut wäre eben damals gewesen, das ist nur eine Beobachtung, hätte man die Goldaktiengewinne dann verkauft, wäre es eben sinnvoll gewesen, Top-Standard-Aktien, Top-Aktienfonds, wie hier zum Beispiel Berkshire Hathaway zu investieren. Weil dieser Goldexzess hat dafür gesorgt, dass die Basis gelegt, dass es dann als Folge davon ein freies Wachstum 20 Jahre sozusagen gab. Also das heißt, das eine bedingt das andere. Das wird diesmal auch nicht anders sein. Wir werden in irgendeiner Form ein Edelmetall- und Goldexzess erleben. Alle wollen in diesen Sektor. Nur das legt dann gleichzeitig auch die Basis für eine ökonomische, inflationsfreie Entwicklung, weil die Inflation kann nicht mehr steigen, weil die Maximalpreise erreicht sind. Es kann dann eigentlich nur fallen. In den 1980er Jahren war das ja auch, dass dann Gold eben von 850 Dollar bis 1999 auf 250 Dollar gefallen. Also kein gutes Investment, muss man sich bewusst sein. Ja, und hätte man eben diese beiden Ereignisse, Goldaktienrallye und inflationsfreie wirtschaftliche Entwicklung multipliziert, kommt man aus 50 Dollar auf circa 1 Million bis 1999. Das, wie gesagt, ist eine Beobachtung, aber soll aber helfen, eben zukünftige Ereignisse besser abschätzen zu können, beziehungsweise davon profitieren zu können. Ja, Agnes 2, Agnes 3, irgendwann, wenn die Goldaktien steigen, sehr schnell steigen, Ein-Dollar-Bereich, Mehr-Dollar-Bereich haben, große Euphorie wird beitreten. Aber das weckt Begehrlichkeiten vermutlich bei den Politikern, so dass man dafür sorgen müsste, denn da rauszusteigen. Auch das einheimische Bankensystem kann einen Strich durch die Rechnung machen. Es wird vom Bailout gesprochen. Kommt vielleicht noch nicht jetzt, aber irgendwann kommt es vielleicht. Da sollte man vielleicht seine Gewinne gemacht haben und abgezogen. Ja, also das heißt, man muss einfach die verschiedenen Gewinne, also die Dynamik multiplizieren, die Inflationsdynamik einfach dann mit der wirtschaftlichen Erholung. Das heißt, wenn man jetzt 200, 300 Euro investiert, kann man vielleicht maximal 25 verfachen, sein Kapital, Edelmetall investieren, reinvestieren in Standardaktien, die sich dann wiederum auf mittelfristige Sicht dann auch um Faktor 50 im Schnitt erhöhen kann. Ganz ähnlich wie zwischen 1980 und Jahr 2000. Und das könnte ein langfristig auch ein ähnliches Resultat bringen. Ja, 1000 Becker-Reports, Sie finden, sage ich mal, die ganzen Informationen auch unten im YouTube-Kanal. Wir versuchen eben, diese Aktien zu identifizieren, nach verschiedenen Risikoklassen Potenzialfaktor zu berechnen. Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte ist ein Unternehmen zu jeder Zeit an Gold und Silber gekommen. Eine Überweisung schon ist in Zollfreilage in der Schweiz eingelagert. Genauso leicht ist der Verkauf. Broker, mit denen ich arbeite, flatex in Deutschland, Swissquote in der Schweiz. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn das Thema gefallen hat. Vielleicht auch ein Like geben, es würde dem YouTube-Algorithmus auf die Sprünge helfen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.